Das Medieninteresse im Prozess um die getötete Ekaterina B. ist heute riesig. Mit Spannung wird die erneute Vernehmung der Mutter des Angeklagten erwartet. Immerhin hatte sie im Oktober völlig überraschend behauptet, sie habe Ekaterina B. getötet. Heute ist es dann tatsächlich noch überraschender geworden, denn die Mutter ist erneut als Zeugin geladen worden, hat dann aber zu Beginn des heutigen Tages erklärt, dass sie nun aufgrund ihres Zeugnisverweigerungsrechts als Mutter gar keine Angaben mehr machen möchte. Wer hat Ekaterina B. getötet? Die Mutter des Angeklagten kann nicht begreifen, warum sie trotz ihres Geständnisses noch auf freiem Fuß ist. Der Anwalt der Mutter hat hier zunächst die Frage aufgeworfen, welchen Status denn seine Mandantin mittlerweile hat. Ob aufgrund ihrer Aussage jetzt inzwischen ein Ermittlungsverfahren, auf der einen Seite zum Beispiel wegen einer Falschaussage vor Gericht, auf der anderen Seite aber auch eventuell wegen eben des hier verhandelten Mordes eingeleitet worden ist. Denn wenn sie inzwischen Beschuldigte sein sollte, dann hätte sie ein Akteneinsichtsrecht. Und deswegen wollte er diese Frage gerne beantwortet haben. Und wurde die beantwortet? Ja, aus Sicht des Anwalts der Mutter wurde diese Frage eben nicht eindeutig beantwortet, sodass sie sich heute dann zunächst entschieden hat, keine Angaben mehr zu machen. Doch bevor überhaupt an ein Ermittlungsverfahren gegen seine Mutter zu denken sei, wolle die Staatsanwaltschaft seine Mutter noch zu Ende befragen. Weil die jetzt schweigt, wird daraus nichts. Doch aufgrund ihres Geständnisses aus dem Oktober hat der Verteidiger des Angeklagten jetzt beantragt, den Haftbefehl gegen seinen Mandanten aufzuheben. Das Gericht wird im Laufe der nächsten Woche über diesen Antrag entscheiden. Und das ist natürlich eine Vorentscheidung über den weiteren Prozessverlauf. Das gibt es jetzt erstmal abzuwarten. Haben Sie die feste Hoffnung, dass Ihr Mandant jetzt tatsächlich rauskommt aus der Untersuchungshaft? Wenn es mit rechten Dingen zugeht, ja. Dass es mit rechten Dingen zugeht, darauf achtet auch dieser Mann. Alexander Panteleyev ist Mitarbeiter des russischen Konsulats in Hamburg und extra angereist. Russland wolle sicher gehen, dass das Verbrechen an seiner getöteten Bürgerin Ekaterina B. ordentlich verhandelt werde. Und wir werden auch weiter das Strafverfahren mitverfolgen. Ja, und wir gehen davon aus, dass das Schwurgericht am Ende ein unparteiisches Urteil fällt und der Schuldige zur Verantwortung gezogen wird. Der Prozesstag heute eine erneute Überraschung und vor allem kurz. Unklar, ob und wann sich seine Mutter erneut zu der Tat äußert.